Moin Leute, was geht ab und dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute nächste RTG-Folge und heute unter anderem mit den Rewards von meinem Footy Cup mit Level 10 Reward. Also wir haben unter anderem zwei 10x85 Plus Packs, wir haben einen 10x84 Plus Pack, was per SBC kam. Und wir können auch damit direkt mal starten, den 80 Plus Spielerwahl fertig machen und dadurch auch maximale EP für diese Woche zumindest schon mal erreichen. Es gibt zum ersten Mal eins von 4er Picks. Ich habe tatsächlich noch keine gesehen. Wir können einfach mal so 2-3 eben machen und antesten. Der erste Eindruck ist ein bisschen teuer. Also 80 plus, das war ja schon klar, dass es das geben wird, dass es 80 plus Sachen geben wird. Da dachte ich mir schon im ersten Gedanken, weiß ich jetzt nicht für den Zeitpunkt. Wir hatten ja sogar schon mal eins von 3 82 Pluser. Wir hatten auch vor 2 Wochen irgendwie eins von 3 mit 81 plus. Und dann dementsprechend irgendwie auch nur 5 oder 6 Karten, die man abgeben musste. Das war auch, wenn man ehrlich ist, mit am besten. Deswegen war ich persönlich ein bisschen enttäuscht, dass du doch 10 Karten abgeben musst. Irgendwo auch war es zu erwarten, weil Sachen für EP sind irgendwie immer ein bisschen teurer. Also jetzt kriegt man hier auch wieder EEP und das pusht EA irgendwie so ein bisschen, finde ich, künstlich immer in die Höhe. Dass man auch nichts hat für seltene. Ich weiß nicht, bin ich ganz so der große Freund. Wir machen jetzt einfach mal 3 Stück, danach gehen wir weiter. Ich bin auch unter anderem immer wieder unter die Trader gegangen die letzten Tage. Ihr seht das, ich hatte nämlich in der letzten Folge noch 2,5 Millionen. Oder habt ihr es gesehen in der letzten Folge? Ich glaube schon. Jetzt habe ich nur noch 1,9 Millionen. Ihr fragt euch jetzt natürlich, ja, was ist denn da passiert? Kann ich euch ganz einfach erklären. Ich habe mir Angel Di Maria gekauft. Ich habe mit dem ein bisschen Rivals gespielt und die Footy Cup und so weiter und so fort für 2,5 Millionen gestern Abend. Heute war er dann bei 1,975 Millionen. Da dachte ich mir, okay, der ist ja im Sinkflug. Verkaufe ich den mal lieber wieder. Und naja, wir wären ja hier nicht beim besten Trader auf Twitch. Also ich kann wirklich, also es gibt wirklich nur noch, glaube ich, ein YouTube-Kanal, die noch schlechter mit Coins umgehen können, und das sind, glaube ich, die Teasies. Viele Grüße gehen raus an dieser Stelle, weil jetzt ist der wieder um 300.000 gestiegen. Also es kann wirklich sein, hätte ich den einfach behalten, hätte ich wieder 300.000 plus gemacht. Aber ich war wieder zu ungeduldig. Never sell in the panic, sagt man. Ich habe mal wieder in der Panik verkauft, aber egal, es ist ja Juli, es ist nicht so schlimm. Wir sind davor zumindest super mit unseren Coins umgegangen und das ist tatsächlich auch die Hauptsache. Aber ja, da haben wir mal wieder gemütlich eine 500.000 verloren. Nicht so schlimm. Passiert. Wir gucken uns einmal ganz kurz die Picks an. Oha, ziehen sogar direkt einen Smith Rowe. Das ist sogar gar nicht so schlecht. Direkt eine Special-Karte. Ziehen einen Zapat. Okay, ich sag mal, 1 von 4 ist schon ganz cool soweit, ne? Vielleicht, also 2, 2, 2, 6, 8 war schon mal gar nicht so schlecht. Ich guck mal ganz kurz, was ich mit Smith Rowe schon mal machen könnte. Das sieht doch gut aus, da kann ich sogar direkt ein 10x84 plus machen. Also ihr braucht 3 7x10er Stahl, braucht aber sowieso ein 6x8er Team. Also sehe ich als nicht so schlimm an, ist jetzt nicht optimal die Anforderung, aber also 2 7x8er, sage ich mal, haut man normalerweise sowieso mal in so ein 6x8er Team rein. Also ganz wenig haben wir wirklich nur 6x8er, sondern man hat eh immer so einen kleinen Mix. Von daher, er muss halt noch einen oben draufsetzen, ist okay. Wir müssen heute noch McAllister fertig machen. Ich habe auch noch ein Inform-Pack, das müssen wir mal ganz zu Beginn öffnen, damit ich da wieder Informs und Tots habe. Ansonsten, ihr habt es, glaube ich, kurz angeschnitten gesehen, es gab einen Maldini. Der ist für mich erstmal noch nicht relevant. Ich gehe erstmal nur auf die ganzen Footy-Karten. Maldini werde ich erstmal nicht machen. Ich hoffe, dass wir irgendwann zum Ende von FIFA nochmal unendlich Icon-SBCs sehen. Wir haben schon mal ein Finals Plus, das ist schon mal sehr gut für die SBCs. Oh, das ist überragend, ein 88er, das ist top für die das ist ein Traum. EA Sports, das ist ein Traum, muss ich so ganz klar sagen, das ist ein Traum. Wie gesagt, da hoffe ich, dass die irgendwann nochmal eine Icon SBC bringen, die einfach billig ist, wo man es irgendwann schaffen kann, alle Icons zu farmen. So, das wäre einfach toll, aber aktuell sehe ich das noch nicht, aber ja, weiß nicht, Icon SBCs glaube ich nicht, dass ich da überhaupt noch eine nochmal machen werde, außer es kommt sowas wie Tschech oder halt irgendeine Footy-Icon oder so. Auch das glaube ich tatsächlich, dass das nicht passieren wird. Also das wird erstmal nichts. Dann gehen wir rein, erstmal in das 10x84 Plus und dann gleich noch in die beiden 10x85 Plus. Da gucken wir mal. Also das ist so gesagt von der SBC. Schauen wir mal, was wir drin haben. Wir haben Moreno wahrscheinlich. Nee, Ikone, was hat der für eine Bewertung? 86 nur. Okay, da kann aber noch alles hinter sein, ne? Da kann auch ein Footy hinter sein, ein Krisch, gucken wir mal.
Oh, der erste Pinke. Nice. Guck mal, cool. Der erste Footy ist zwar mit Abstand der schlechteste, kostet aber trotzdem knapp 100k. Getson Fernandes. Ja, der Rest ist schlecht vom Pack, muss man mal ganz ehrlich sagen. Nur einen über 86. Aber dadurch, dass es ein Footy ist, nehme ich das so mit, sage ich euch ganz ehrlich. Da will ich auf jeden Fall mal zocken. Finde ich sehr cool und kommt auf jeden Fall zeitnah ins Team rein. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was habe ich übrigens gemacht mit Angelie Maria? Das habe ich noch vergessen gehabt. Ihr seht es hier, ich habe mich wieder in die Elite Division hochgespielt, denn da kriegen wir auch wieder den Shapeshifter oder Tots Pick am Donnerstag. Also auch das relativ gut, relativ nice. Dann haben wir hier Level 10 fertig. Da könnte ich jetzt Modric nehmen. Natürlich mit einer 86 wäre der auch mit einer 86, mit einer 96 wäre der auch spannend. Oder halt einfach das 10x25 Plus. Ich werde mich dafür entscheiden. Ich habe bei dem anderen Isak genommen, bei Level 5. Weil 5x24 Plus, daraus ziehe ich keinen 92er. Jetzt ziehe ich auch keinen 96er, aber hier kriege ich halt 10 Karten und das ist schon. Also, das würde ich auch genauso nochmal machen. Falls ihr euch fragt, wieso ich überhaupt schon Level 10 bin, ich habe hier natürlich alle Aufgaben gemacht und ich habe den EA Play Bonus. Da kriegt man immer so 3000 XP oder so noch on top. Das ist natürlich auch dann dementsprechend praktisch. Ich werde jetzt mal zuerst ein 10x25 Plus öffnen, weil ich muss ja noch ein, zwei SBCs machen, dann habe ich noch mal ein paar mehr Karten. Wenn ich jetzt hier bei dem ein Doppel ziehe, ihr versteht das schon irgendwie. Also gehen wir rein. Eins vom Shop, eins von dem Footy Cup. Was haben wir hier? Aubameyang. Okay, gut, nice. Nehmen wir mit. Und Pedri. Süle. Okay, 92er, eine 89er, eine 88er, nur ein 85er. Ja, doch, würde ich auch sagen, ist ganz in Ordnung. Ist ganz in Ordnung. Nehmen wir mit, ich muss mal ganz kurz wieder ein paar SBCs machen hier. In der Zeit, wo ich die SBC mache, kann ich euch schon mal ganz kurz noch mal ein, zwei Highlights zeigen. Das hatte ich nämlich vergessen von der heutigen Folge. Ich habe natürlich noch mehr von dem Cup geöffnet. 7x84 plus. Rafinha. Alter, Pierre-Emerick. Oh, der hat sogar 91, ist ja voll gut. Wurde immer höher. Die Bewertung. Und Saka und Smith Rowe. Hä, voll gutes Pack. Vier Special-Karten. 2,89 plus, nur 3,84er. Rafinha. Oh, Zambo. 87er Zambo. Cool. Was haben wir sonst noch? Krisch. Vasquez. Okay, 2,87er. Boah, haut mich jetzt nicht von den Socken. Und da haben wir nämlich das 89er Team. Dann auch schon direkt fertig. Können wir sogar noch ein seltenes Elektrum. Also sollten wir easy fertig bekommen. Das ist doch schon mal mehr als angenehm. Ne, seltenes gemischte Spieler kriegen wir trotzdem ganz okay. Die Jungen kriegen wir wieder. Aubameyang haben wir jetzt wieder noch gesaved mit einer 91. Also da kriegen wir auf jeden Fall echt heute wieder ordentlich SBC-Futter und können tatsächlich fast alle SBCs dann abschließen. Und den Pick halt sogar noch. Das war ja sowieso noch mein Ziel. Okay, da war nichts drin. Das können wir ganz schnell abhaken. Und dann gehen wir rein ins zweite. Auch da mache ich nochmal erstmal wieder das 10x5x Plus auf. 5x5x Plus schauen wir uns dann zum Ende auf. Kann ja eh überall der Ronaldo drin sein. Was haben wir hier? Ein Rule Breaker. Sanchez, 87 nur. Ja, okay. Vielleicht wieder ein Footy dahinter. Niedrige Bewertung könnte ja immer gut sein. Und LOL. Was ist das denn Wildes? Aber das Pack ist sehr schlecht. Es sieht krass aus, aber es ist kompletter Müll. Wir haben nur zwei Karten über 87. Haben wir auch fertig. Wunderbar. Damit haben wir den Tots-Shapeshifter-Pick. Wir brauchen immer noch Klostermann oder sowas. Ist sogar nur 1 von 4 diesmal. War der nicht auch früher mal 1 von 5? Oder irre ich mich? Kann auch sein, dass ich mich irre. Machen wir kurz und schmerz es auf. Ich weiß nicht, ob es das Highlight ist. Bisher waren die immer sehr schlecht. Da fand ich die 10x5x Plus irgendwie vom Gefühl her spannender, dass du da etwas Krasses rausziehen kannst. Aber vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Ohne Vorlagen. Oh, Coman, Lewandowski, Pepe und Jonathan David. Okay, das ist eine interessante Auswahl. Nehme ich nur die Bewertung. Command kostet immerhin noch 150.000. Jonathan David kostet 99. Oder nimmt man da 97 Lewandowski? Tja, Command oder Lewandowski? Ehrlicherweise, Command ist cool, aber er ist mir nicht gut genug dafür, dass es sich, finde ich, lohnt, ihn zu picken. Klingt vielleicht doof, aber 150k.
kann ihn einfach kaufen. Wäre jetzt vielleicht so 300, 350k, ab dann würde ich ihn picken. Aber ich würde ihn in einer Woche, ich würde ihn wahrscheinlich jetzt einmal kurz zocken und dann in einer Woche wieder in die nächste SBC reintun. Sind wir mal ehrlich, ich habe jetzt auch schon so viele Tots-Karten. Wir hatten, glaube ich, auch mal Ben Yedda drin, der kostet auch irgendwie 51k. Ich habe letztens Barella abgegeben in die SBC. Genau dasselbe, also da nehme ich lieber die Bewertung und habe halt versucht, dass wir einen krassen Shapeshifter ziehen, aber so ist es halt, ne? Kann ich halt für die nächste teure SBC wieder benutzen. Ich hoffe, ich denke und ich weiß, ihr werdet es verstehen. Letztes Pack für heute, 5x85 Plus. Dann schauen wir mal, also im Prinzip, vorher haben wir gute Sachen gezogen, das war in Ordnung. Nochmal einen Davidson. Ansonsten, der Topspeak war nicht ganz so gut, aber man kann, denke ich, insgesamt einigermaßen zufrieden sein. Zumindest werden den ersten Footies. Das ist doch auch mal was. Und wir sind in der Elite Division wieder angelangt und da gibt es dann auch wieder in der nächsten Folge die Rewards und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Wenn ihr das Video mal fett noch rum da, sehen wir uns dann wieder. Mach's gut, Leute. Haut rein und ciao.